Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Schach. Ich bin gegen Ekstasi. Er hat 1791. Und wir sind in Skandinavia mit C5. Das ist eigentlich nicht so gut. Weil C5 passt hier eigentlich nicht rein, wirklich. Überleg ich nur gerade. Ich glaube, man spielt das mit D3, oder? H3 kann man immer spielen. So, jetzt ist die Frage, ob ich es mit D3 spiele. D4 ist natürlich auch eine Option, aber dann nimmt. E2, Springer E2, taucht sich alles raus. Das möchte ich nicht, deswegen gewinne ich erstmal ein Tempo. Und spiele es mit D3. Jetzt kann ich mit Läufer G5 spielen, mit Läufer E7 schon... Okay. Ich könnte schon G4, Springer E5 spielen, ich kann auch Springer E5 direkt spielen. Dann würde ich meinen schlechten Läufer hier auf E2 abtauschen. Ist ja schon mal etwas. So. Das Ziel wäre erreicht. Okay, D4. Ja. Möchte ich nicht wirklich spielen. Ich möchte erstmal Turm E1 spielen. Er hat natürlich Springer E4, Läufer E7, Springer C3, BC3, Dame E7. Aber, ja gut. Der Doppelbauer ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, da schrecke ich jetzt vor zurück. A6 ist schon wieder so eine kleine Schwäche. Er schwächt jetzt die ganzen schwarzen Felder hier. Vielleicht ist A4 jetzt ein Zug, obwohl dann Springer E4 könnte wieder ein Zug sein. Ich könnte auch Springer C4 spielen, aber B5 dann. Auf Springer E4 kann ich auch direkt einfach den Springer nehmen. Okay. Sieht Läufer F4 sein, Läufer F4, Läufer D6. Ich könnte jetzt Springer C4 spielen. Der sieht, jetzt gehe ich auf die Schwächen halt von ihm. Okay, Springer C6. Nimmt Springer E4. Läufer E7. Springer E4 direkt. Läufer E3 könnte ich spielen. B6 oder so. Okay, hat natürlich jetzt Springer D4 ist jetzt im Verteiler drin. Der mich ein bisschen stört. Deswegen gehe ich mal prophylaktisch aus dem Springer D4 Ding raus. Coole Mucke habe ich ausgesucht. Eigenlob stinkt. Okay, Dame D7. Weiß ich jetzt nicht, warum man mir die Qualle gibt, aber... Er wird schon seinen Grund haben. Komm, spielen wir mal Turm B1. Ganz simpel. Springer E4. Ich glaube, am Ende hängt C2 oder Turm C1, weiß ich jetzt nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich nichts verliere. Turm C1, Springer E3, F, E3, B6, A5.
FE3, B6, A5. Ja, okay, A5 ist Quatsch. B3. Läufer F6 vermute ich mal. Läufer H4 könnte ein Zug sein. Okay, B3 spiele ich sowieso. AB, Turm A1. Turm A5 drohe ich jetzt. Ich muss auf meine Zeit aufpassen. Sieht lustig aus. Alle Türme hier in der Diagonalen. Auf B4 habe ich Turm D3. Läufer F6, Turm A1 Schach, Turm D3 trotzdem. Ah, Läufer F6, Turm C5, Turm B3, Turm B8. Und Feld B5 auch. Worauf ich mal aufpassen muss, ist, wenn der Läufer F6, ich mal irgendwann auf C5 nehme, Turm B3, ja, dann irgendwie Läufer D4 oder so hat. Okay, 3-4-5, 3-4-5-6, ein Bauern. Dafür habe ich Qualität mehr. Sollte reichen. Turm A5, B4, Turm D3. Okay, ich erzwinge aber B4, das ist gut. Das ist eigentlich gut. Turm A7, Turm D7 und dann komme ich auf F7. Kann er nicht abwehren. Okay, er will C4 spielen. Turm A7 gewinne ich erstmal ein Tempo auf den Läufer. Okay. Turm A8 matt. Jo. Das war ja, ich glaube, ich habe gut meine Züge erklärt. Also, war jetzt nicht so schwer nachzuvollziehen und das ist auch wichtig. Ja. Wie gesagt, C5 passt nicht in diese Stellung rein. Und ich komme jetzt auch zu einer Neuerung von diesem. Ich habe im letzten Part mit Chessbase die Eröffnung nachgeguckt. Das werde ich jetzt von jeder Partie machen, die Eröffnung. Also erst gehe ich so hier mit dieser Computeranalyse drüber. Und dann gucke ich die Eröffnung nochmal mit der Engine, mit Chessbase nach, in meinem Eröffnungsbuch. Und ihr seht doch hier an dem Graphen, also eigentlich ein perfektes Spiel, so gut wie. Ja gut, C5 passt nicht in das System rein. Wie soll man das erklären? Schwer zu erklären, auf jeden Fall. Es passt einfach nicht rein. Keine Ahnung warum. Man kann es hier so rum erklären. Warum wird, keine Ahnung, Schwarz jetzt hier D4. Ja, okay, hier kann er nicht mehr, aber selbst nach Springer F3, warum wird Schwarz jetzt C5 spielen? Ich muss nicht D4 spielen, ich kann wie in der Partie halt. Es ist bestimmt möglich, das zu spielen, aber ja, Läufer schlicht F3, da hatte ich jetzt keinen Schuss vor eigentlich. Trotzdem D3 und Läufer F4, Springer C3. Turm E1, Dame D2, Turm. Ah, ne, nicht der andere Turm. Ja, mit Springer E5. Gut, wenn er Läufer G6 spielt, gibt er mir das Läuferpaar. Laufe. Und jetzt bin ich halt hier. Jetzt kann ich sogar schon überlegen, ob ich sowas mache.
Oh, das geht nicht, Springer E4. Ich will gerne nach C4 kommen, irgendwie. Vielleicht sowas. Oder Springer... Ups. Oder ich nehme einfach, ich spiele Springer E4. Ah, jetzt hängt B2. Okay, nehme ich nicht. Aber wie gesagt, ich kann auch Turm B1 spielen. Alles vorbereiten. Oder Springer A4, jetzt ruhig auf F6 zu nehmen, damit er nicht kann ich einen Läufer nehmen. Jetzt B3, Springer B2, Springer C4. Okay, er hat so genommen. Ja, A6 schon hier, ne? Hat man ja auch gesehen, deswegen hat er ja auch verloren. Nicht wegen der Schwäche, aber weil er es halt übersehen hat. Okay, ich sag ja nicht, dass ich besser stehe. Er kann natürlich Dame D8 oder so spielen. Steht nicht besser, aber ich habe halt Druck. Oh, sagt der Computer sogar, Dame D8. Ja, B3 hätte ich wahrscheinlich gespielt. Ich hätte auch schon in der Partie überlegt, nach Dame B4, B3 zu spielen. Ja. Okay, Dame D7, das war halt der kritische Moment. Hier hatte ich schon überlegt, B3 zu spielen. Wusste halt nicht. Wäre vielleicht einfacher gewesen. Es ist einfach ein einfaches Endspiel, deswegen. Oh, G6 ist nicht gut wegen. Wegen Turm D1. Ach so, ja. Na gut. Ich habe den simpleren Weg, den simpelsten, ohne zu rechnen, gewählt, weil ich auch wenig Zeit hatte. Ja, das war hier noch wichtig, dass ich B4 provoziere. Weil, würde ich direkt. So spielen. Weiß ich nicht, wie das mit. Ja, okay, wird wahrscheinlich trotzdem. Ja. Wahrscheinlich trotzdem kaputt. A7. Ja, es ist kaputt. Ja, okay, dann. Muss ich mal eben kurz das Brett aufsetzen. Ein Moment, ich habe mich total verklickt. Was hab ich jetzt gemacht? Habe ich mich total verklickt hier. Ja, ich muss mal eben die Bretteinstellung ändern. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Ich habe es jetzt hinbekommen. Ich habe irgendeinen falschen Knopf gedrückt, ey. Keine Ahnung. Okay, wir hatten E4. Ne, C5, genau. C5. Sizilianisch dachte ich erst, okay, er geht aber in Skandinavisch über. Ja, D5 ist nur 11 Mal gespielt in meiner Datenbank. Okay, der. Hier wurden 3 Züge gespielt. Einmal Läufer B5 Schach. Viermal. D4 viermal. Und ED5 dreimal. Ja, ED5 ist das konsequenteste, Läufer E2. Ist schon nicht mehr im Buch. Aber ich mach mal kurz meine Engine hier an. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Engine. Wo ist sie denn? Wo ist denn die Engine jetzt? Lieber Eröffnung, das reicht. Ne, hat Springer F6 gespielt. Hade, Läufer G4, H3.
Springer C3. Ja, ist schon keine Theorie mehr. Deswegen gibt es hier nicht viel zu anderen. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.